Projekt des Orchesters ist eigentlich Anfang 2010 entstanden. Aus dem Hintergrund heraus, dass Tom und ich halt auch nach 10 Jahren Highgrade Records was Neues machen wollten, was auch die Künstler des Labels halt ein bisschen stärker noch verbindet. Und da haben wir uns halt überlegt, dass so eine Live-Show, die sonst so in dem Kontext noch niemand vorher gemacht hat, das Passende wäre, eigentlich so die Synergien aus dem Label mit den Künstlern, das alles zu bündeln, war eigentlich so das große Ziel. Wir waren ja schon vorher befreundet alle und haben auch zusammen Musik gemacht. Und als ich dann zu Highgrade kam, auch also sozusagen als Letzter, lag die Idee nahe, auch mal was zusammen zu machen. Und dann kam die Idee für den Live-Act. Also wir haben am Anfang sehr lange überlegt, wie es rein technisch überhaupt umsetzbar ist. 5 Leute dazu vereinen und dass wir alle zusammen synchron auch auf der Bühne spielen können. Aber nachdem so die ersten technischen Hürden auch genommen wurden, kam so, glaube ich, auch bei mir so die ersten Momente, wo ich sofort dann auch gemerkt habe, also die Zweifel sind weg. Das kann was wirklich Spannendes werden. Ich fand es halt auch eine starke Herausforderung, weil ich ja eigentlich auch schon länger selber alleine live spiele. Aber im Grunde genommen habe ich echt viel gelernt. Voll. Dadurch, dass wir jetzt irgendwie mit 5 tollen Freunden Musik machen und auch an diesem Live-Act und wie das Ganze jetzt irgendwie sich entwickelt hat. Man lernt auch wirklich viel von den anderen. Also es ist, es ist einfach ein ständiger Lernprozess auch, der da passiert. Und das ist echt toll. Rocking back and forth to a mellow crunch. I heard. Das Schöne für mich ist an dem Live-Act, dass es anders wie beim DJing ist, dass man jederzeit eingreifen kann. Man kann modulieren, man kann experimentieren. Man lässt sich auf seinen Nachbar ein und guckt, was er vorher spielt, kann darauf interagieren. Und da entstehen halt immer wieder neue Sachen, immer wieder interessante Sachen. Und dadurch wird es nie langweilig. Und das ist das Spannende. Also das Besondere für mich ist gerade, dass wir 5 Leute sind. Dass 5 verschiedene Pools von Ideen zusammenkommen im Schaffensprozess, im Studio. Neue Sachen auch dadurch entstehen. Wir können ja auf 5 verschiedene Geschichten auch zurückgreifen, auf verschiedene Persönlichkeiten. Die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen und ganz verschiedene Einflüsse auch haben. Das merkt man dann halt auch auf der Bühne, wenn man das spielt halt. Für mich ist das Experiment das Entscheidende dabei, dass wir in der Konstellation Sachen ausprobieren können, machen können, die wir vielleicht alleine nicht probieren konnten. Ideen umsetzen können, auf die wir alleine nicht gekommen wären oder sind. Und das glaube ich, sehen die Leute auch draußen, wenn wir live spielen, dass wir da mit den Drum Machines da irgendwie Sachen machen, die wir sonst vielleicht alleine nicht machen würden, weil zu 5 natürlich auch eine andere Dynamik da ist. Und das ist für mich schon an dem Orchester ganz besonders, dass man experimentieren kann. Deswegen mache ich das auch. Wir haben jetzt festgestellt, bei den letzten Malen, wo wir gespielt haben, dass das Interessante eigentlich nach 1-2 Stunden passiert, nämlich wenn wirklich der ganze Jam-Faktor einsetzt und wir aus dem ganzen Pool an Sounds was wirklich Neues kreieren. Und das war für mich auch eigentlich so zum ersten Mal so der wirkliche Klickpunkt, so wo ich gesagt habe, wow, ey, hier passiert jetzt wirklich was ganz Neues und das ist auf jeden Fall super interessant gerade. Wir haben jetzt gerade die Arbeiten an Multilayer, unserem Debütalbum, abgeschlossen, was ganz, ganz großartig wird. Ist. Super war auch der Entstehungsprozess von dem Ganzen, wo wir halt, wo sich aus Jam-Sessions heraus halt dann auch Tracks entwickelt haben, die so einen eigenständigen Flow haben irgendwie und auch so abgefahrene Soundscapes dann irgendwo drin haben, dass es halt schon, dass echt Spaß gemacht hat, daran zu arbeiten. Gerade diese verschiedenen Ebenen, dass alle vernetzt sind, auch mit den Musikern, die wir noch einbringen wollen, so sind wir auch auf den Titel Multilayer gekommen, weil das sind verschiedene Ebenen der Ansätze, verschiedene Ebenen der Musiker, der Ideen, also alles greift ineinander, Multilayer. Ich muss dazu auch sagen, dass wir uns auch bemüht haben, viele Sequenzen oder die meisten Sequenzen und Sounds auch
live einzuspielen. Und das auch mit analogen Synthesizern, weil einfach analoge Synthesizer auch diese Unberechenbarkeit haben. Bei einigen Tracks sind ja auch durch diese Synthesizer einfach Sachen entstanden, wo wir mit offenen Mündern dann da standen, weil es einfach so unglaublich gut geklungen hat dann am Ende, ja. Es gab dann halt so manche Sounds, die hätte ich selber halt nie reingemacht, die jemand anders dann irgendwie reingebracht hat und wo ich dachte auch so, wow, das passt jetzt auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, es gab auch ein paar persönliche Reibereien. Natürlich fünf Leute in einer Gruppe, fünf Freunde auch, die zusammen ein Projekt auf die Reihe stellen. Da gibt es Reibereien, aber gerade diese Energie, die führt dann auch zu... In dem Prozess sind wir auch gewachsen und auch zusammengewachsen, finde ich. Ja. Wir versuchen im Studio dieselbe Situation zu schaffen, wie wir auch live dann spielen. Wir bauen unsere Laptops auf, wir verbinden alle Computer miteinander, synken die, um dann halt das Ganze auf einem Hauptrechner im Studio aufzunehmen. Und dann wird es halt mit eingebaut und dann zum Schluss arrangiert. Also viele Tracks entstehen auch durch die Session-Situation im Studio. Wir treffen uns und jammen hier rum und daraus sind auch einige Tracks auf dem Album entstanden. Und ich glaube, da wollen wir immer mehr hin, auch dass es mehr wirklich auch aus dem Live-Spielen kommt, wo man sich trifft und das sozusagen Live-Session macht und dann nachhinein dann auch noch mal ein bisschen hier und da rumfeilt und das natürlich arrangiert, aber eigentlich wollen wir da mehr hin. Wenn die Stücke dann so weit fertig sind, dass wir sagen, jetzt sind sie so weit, dass wir das so stehen lassen wollen, dann ist Adel eigentlich unser Mann für die finale Soundabmischung. Und ja, vielleicht kannst du doch was sagen. Also die Sachen werden jetzt dann nochmal irgendwie gepremastert, wo dann nochmal jede einzelne Spur praktisch nochmal EQ'd wird, mehr Kompressoren und das halt einfach rund klingt. Man muss halt schon sehen, dass das Album halt wie aus einem Guss klingt. Und das halt irgendwie schon eine gewisse Qualität hat. Die sind ja auch wichtig, also diesen Endsound zu erreichen, wo wir jetzt dann alle einig sind, so soll es auch klingen, das ist uns ja auch extrem wichtig. Aus den verschiedenen Ebenen, da kommen wir wieder auf Multilayer, so eine perfekt klingende Konstruktion zu machen.